Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie versprochen, kommt ein neues Stick mit mir. Und zwar möchte ich gerne ein paar Perlen mit euch versticken. Und ich sticke an meiner Hexe. Der letzte Stand war ja, dass ich die Lücke hier aufgefüllt habe oder auffüllen wollte. Das habe ich getan. Man sieht jetzt hier schon das Auge und hier ist die Nase. Ja, das ist ein relativ kleines Bild, also für meine Verhältnisse ziemlich klein. Ja, und jetzt hatte ich mir ja für meine Wochenchallenge vorgenommen, 2 komplette Reihen noch zusätzlich zu sticken. Also die habe ich locker geschafft, wobei ich jetzt nicht die volle Reihe gestickt habe, sondern eben hier unten weiter gestickt habe. Das sind 2 Seiten und hier hinten die vereinzelten Perlen. Das ist dann quasi von der dritten Seite so, dass ich die Übergänge so ein bisschen versetzt habe und dass man die Abstände nicht so sieht. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass man tatsächlich gerade bei Weiß und Schwarz, also man kann das sticken, wie man will. Also ich habe jetzt tatsächlich dieses Teil immer nur komplett mit einem Faden gestickt und man sieht trotzdem diese Übergänge. Also, ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich an der Farbe, weil es ja nun auch so rausstechende Farben sind. Wie hier zum Beispiel, hier ist ja auch viel in einer Farbe gestickt. Da sieht das total ordentlich schön und gleichmäßig aus. Aber eben hier bei dem Weiß, ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, man kann es nicht ändern. Ich habe jetzt auch das Video von der Heidi gesehen. Sie stickt ja an ihren, ich glaube, Geheimnisse des Waldes ist das. Und sie hat ja nun sehr, sehr viel Weiß. Und da ist das auch. Also ich glaube, man kann das sticken, wie man will. Also ich denke mal, es lässt sich einfach nicht vermeiden. Ich werde jetzt das trotzdem so weiter handhaben, weil ich jetzt so schon angefangen habe. Aber wie gesagt, also ich glaube, man kann das drehen und wenden, wie man will. Das Ergebnis ist, glaube ich, dasselbe. Aber so von den bunten Farben her klappt das ganz gut. Da habe ich keine Übergänge zu sehen und ja, ich muss mal sehen, wenn ich das eingerahmt habe, vielleicht wenn das auf einem komplett weißen Untergrund ist, ich weiß nicht, man kann ja mal gucken, weißes Papier unterlegen, ja gut, dann sieht man es nicht ganz so stark und wenn das Bild an der Wand ist, man ist ja auch nicht mit der Nase an dem Bild, also vom Weiten, denke ich, wird man es dann nicht mehr sehen. Ja, wie gesagt, so weit bin ich jetzt. Ich werde mir jetzt eine Reihe Perlen vorsortieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt meine Perlen vorsortiert. Dann können wir mal loslegen. Ja, der Anfang ist bei mir immer gleich. Ich fange hier an, hoch, runter, komme dann quasi hier raus, gehe dann hier rein und da. Und habe dann somit eine kleine Schlaufe. Und damit ist der Faden auch relativ fest. Und der Rest verstickt sich ja mit den kommenden Perlen. Ja, was gibt es zu erzählen? Ja, ich schaue ja nun auch ständig Videos von meinen lieben ja, Kolleginnen, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt auch das Video gesehen von der lieben Rina. An dieser Stelle liebe Grüße. Jetzt hat sie ja mal zugegeben, wie viele Bilder sie mittlerweile hat. Sie hat ja irgendwas geschrieben mit über 30 oder an die 30. Ja, da bin ich ja noch gut bei mit meinen Paars, sage ich jetzt mal, die ich jetzt habe. Aber sie hat auch, ich glaube, Teilbilder dabei. Sie hat auch Rundstückbilder. Die habe ich nun gar nicht. Das ist nicht meins. Das macht mir keinen Spaß. Ich habe also wirklich nur Bilder auf weißem Stoff, also nur auf AIDA mit Zählmuster dabei. Ja, sie hat dann auch gesagt,
dass es sehr wenig Perlenstück-Videos gibt. Muss ich sagen, finde ich jetzt eigentlich nicht. Gut, im Vergleich zu Diamond Painting ist das natürlich wirklich minimal, weil Diamond Painting ist ja, oh, es gibt ja so viele. Und ich muss sagen, also ich schaue sie mir selber auch nicht mehr an, weil es ist tatsächlich eigentlich immer dasselbe. So gerade so die Unboxings von irgendwelchen Kooperationen und so, das sind ja meistens so kleine Mini-Bilder, so mit 30 mal 40 oder so. Das ist ja sowieso nicht meine Größenklasse. Bei mir muss es ja alles so ein bisschen größer sein. Ich habe ja nun auch ein paar. Ich glaube, das kleinste, was ich habe, oder zwei, glaube ich, habe ich in 50 mal 70. Dann habe ich ja das groß, ja, diesen großen Abklatsch da von Josephine Wall, mein Starship. Und dann habe ich ja dieses ganz große Bild, ich glaube, es hat 1 Meter mal 1,20 Meter, mit meinen Huskies, was da aber auch schon, ich weiß nicht, seit gefühlten 2 Jahren bei mir unterm Bett liegt, weil mir ja da die Farben überhaupt nicht zusagen. Ich hatte ja erzählt, dass das eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild sein soll, aber ich habe da ganz viel Lila und Rosa und ja, gefällt mir nicht. Vielleicht kram ich es irgendwann mal wieder raus. Mal sehen, überlege ich mir noch. Naja, auf jeden Fall, so Diamond Painting Sachen gucke ich mir nicht an. Wie gesagt, es langweilt mich, finde ich nicht mehr interessant. Obwohl so Perlenstickbilder, also die Perlenstickvideos gucke ich mir alle an. Und da, ich finde, da haben wir auch welche, die so regelmäßig eigentlich Perlenstickvideos posten. Und zwar ist das zum einen die Heidi, die hat ja nun auch mehrere Projekte. Und dann ist das unser Stickäulchen. Die hat ja, glaube ich, auch den Otter. Ich glaube, sie hat auch mehrere Projekte. Sie hat jetzt auch, wo ich tatsächlich so ein bisschen neidisch bin, eine Kooperation mit Tokareva. Da hat sie ja ein neues Projekt. Auch an dieser Stelle, meine Liebe, ganz liebe Grüße an dich. Ja, wen haben wir denn noch? Dann haben wir die liebe Corinna vom Kanal Stickliesel. Die stickt ja an ihrem Jaguar in Lauerstellung. Da macht sie eigentlich auch regelmäßig Videos. Ja, wen haben wir denn noch? Wen ich jetzt. Ja, Mine, gut, die lassen wir im Moment außen vor. Die hat ja im Moment andere Sorgen. Aber sie macht ja in der Regel auch immer schöne Perlenstick-Videos. Also von daher sind wir eigentlich ganz gut bedient. Es könnten natürlich mehr sein. Zu wenig gibt es nicht oder zu viel gibt es nicht, weil es ist immer schön, allein sich die Perlen anzuschauen, die ganzen Farben und die verschiedenen Bilder und Motive. Also ich darf ja so bei Nadja auf die Seite gar nicht schauen. Also ich könnte mich ja dumm und dusselig kaufen, also ganz ehrlich. Und die meine Videos kennen, die wissen ja, dass ich mir dieses große Disney-Bild gerne kaufen möchte und dafür auch ein bisschen sparen möchte. Ich hatte sie jetzt mal angeschrieben, weil mir ging das mit diesem Preis nicht aus dem Kopf, weil ich war mir hundertprozentig sicher, dass das Bild 199 Euro kostet. Und jetzt hat sie ja geschrieben 279. Und jetzt hatte ich sie gefragt, welcher Preis denn nun stimmt. Und es ist tatsächlich so, dass das Bild jetzt mittlerweile 279 Euro kostet. Und zwar begründet sie das damit, dass eben durch diese ganze Situation da in der Ukraine und sowas alles eben die Perlen, der Preis der Perlen um 30% gestiegen ist und somit eben der andere Preis sich damit rechtfertigen lässt. Sie war auch total lieb und hatte mir dann angeboten, das in Raten zu zahlen. Fand ich natürlich ganz niedlich, aber sowas möchte ich nicht machen, weil sie muss ja auch sehen, dass sie über die Runden kommt. Sie muss es ja auch quasi ja eigentlich in Vorkasse gehen dann mit den Sachen. Und nein, das möchte ich nicht. Dann, es ist ja nicht so, dass ich keine Perlenstickbilder mehr habe oder so. Aber
Nein, da wird jetzt für gespart. Plus 279 Euro, das ist ja fast ein ganzes Jahr, wo ich dann sparen muss. Jetzt werde ich mal überlegen, wenn ich das so durchziehe, wie ich mir das vorgenommen habe, dann habe ich ja bis kurz vor Weihnachten schon ein bisschen was zusammen. Und dann werde ich meine Kinder, wenn die dann fragen, was ich mir wünsche, dann werde ich ihnen sagen, dass sie mir den Rest dazulegen. Ich habe ja nun drei Kinder, das können sie sich ja gut aufteilen. Dann ist das für alle auch nicht mehr so viel. Aber ich werde mal sehen, dass ich das dieses Jahr mir dann vielleicht zu Weihnachten hole oder schenken lassen. Vielleicht habe ich auch Glück, dass alle drei zusammenlegen und ich gar nichts bezahlen muss. Vielleicht legt ja mein Mann dann auch noch was dazu. Ja, warten wir mal ab. Schauen wir, was die Zeit bringt. Ja, was habe ich denn sonst so? Ach so, ich habe einen neuen Kanal entdeckt. Ja, was heißt entdeckt? Wenn man so die YouTube-Startseite aufmacht, da kriegt man ja so Vorschläge. Und da habe ich eine Dame entdeckt aus Amerika oder England, da bin ich mir nicht sicher. Und zwar ist das Ravenclaw Stitcher. Also am Namen hört man schon, das ist so ein kleiner Harry Potter-Fan. Und sie macht Kreuzstick-Videos. Sie macht aber auch andere, ich glaube mit Playmobil oder sowas. Ich habe mir da, so ganz genau habe ich das noch nicht durchgeguckt. Aber auf das Video, wo ich gestoßen bin, macht sie Kreuzstich. Und zwar ist das ein längeres Video. Und in diesem Video stickt sie ein komplettes Kreuzstickbild. Sie macht das im Zeitraffer. Sie fängt wirklich, ja, am Anfang an. Und stickt tatsächlich in diesem Video das ganze Bild fertig. Also das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ich meine, das ist ein Video, wo man jetzt nebenbei nicht handarbeiten kann. Da muss man wirklich zuschauen und hingucken. Aber ist schon toll. Also das ist, also fand ich ja faszinierend. Also ich werde euch den Namen auch in die Infobox schreiben. Also Ravenclaw, wie von Harry Potter eben. Und dann Stitcher. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit Bindestrich ist, aber ich gucke das nach und schreibe es euch dann in die Infobox. Also es ist wirklich sehenswert. Also es ist eine tolle Idee. Ich weiß gar nicht, wie man das macht mit diesem Zeitraffer. Ob man das später auf dem PC oder ob man das mit dem Handy gleichen Zeitraffer aufnehmen kann. Also ihr lieben YouTube-Experten, so insbesondere Heidi und Rina, wenn ihr euch angesprochen fühlt, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, wie man das macht, ob es da ein bestimmtes Programm gibt oder so, oder ob es tatsächlich einfach nur eine Einstellung am Handy ist. Also das würde mich schon mal interessieren. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen oder der ein oder der andere von meinen Zuschauern. Vielleicht wisst ihr das ja auch. Ich habe ja auch ganz viele neue Abonnenten jetzt innerhalb der letzten Woche dazu bekommen. Ich hatte ja 200, jetzt habe ich mittlerweile schon 223. Das freut mich natürlich wahnsinnig. Das ist auch für mich ein gutes Gefühl, dass ihr mit den Videos zufrieden seid, die ich mache. Ich habe zwar nicht immer so viele Videos am Start. Aber es ist ja auch so, dass man ja nicht immer irgendwie was Neues zu zeigen hat. Ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, dass ich an den Projekten, die ich zu Hause habe, erstmal arbeite und fertigstelle. Und wenn ich euch das ständig zeige, ist ja für euch dann auch langweilig. Ich habe auch also ich bin keine Kooperationen eingegangen, weil ich. Ja, ich weiß nicht, ich möchte die Sachen mir kaufen, die mir gefallen und ich möchte mir da nicht irgendwas aussuchen, was schon 100-mal wirklich in anderen Videos gezeigt wurde, wie diese, ja, diverse Kreuzstickbilder und diese Aufbewahrung von den Garnen und das ist eigentlich, es wiederholt sich doch
tatsächlich immer wieder. Das Einzige, was ich mir da denn tatsächlich noch anschaue, ist tatsächlich Diamond Painting. Und zwar aber nur eben Sachen, die ich noch nicht kenne. So was da so neu ist. So wie bei Rina mit ihren Karten und sowas schaue ich mir dann an. Oder diese Mandalas oder ja, wie sagt man dazu, Traumfänger oder so, diese Bilder, die man ins Fenster hängt. Und welches Diamond Painting Bild oder Video ich mir damals tatsächlich komplett angeschaut habe, da war ich auch begeistert von. Ich glaube, das ist der Kanal Sub Diamonds. Ich glaube. Und zwar hatte sie da ein Bild vorgestellt von der Pixelfee. Das ist ja, sie macht ja so Bild, ich glaube Pixelfee, also ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen. Sie macht ja selber Bilder auf so Platten. Und das kannte ich nun überhaupt nicht. Und wer denn zum ersten Mal bei ihr bestellt, der bekommt auch so ein tolles Toolkit und alles so farblich abgestimmt. Und also das war wirklich ein schönes, schönes Video. Also das habe ich auch von Anfang bis Ende durchgeschaut. Also das war eben auch was, was ich noch überhaupt nicht kannte. Aber sonst so die anderen Sachen, die schaue ich mir dann tatsächlich gar nicht mehr an. Ja, was gibt es sonst noch? Ach so, das wollte ich euch ja auch noch erzählen. Und zwar hatte ich vor, ach, ich weiß gar nicht, ob das noch vor meiner YouTube-Kanalzeit war oder schon wäre. Nee, das war weit vorher. Hatte ich mal bei Mine in der Gruppe gepostet, dass ich auch gerne Auftragsarbeiten übernehme. Weil es ist tatsächlich so, dass diese Perlenstickbilder wirklich ewig lange dauern und viele sich Bilder bestellt haben, auch gleich mehrere, weil sie gedacht haben, ja, die macht man mal eben schnell. Viele haben auch nicht damit gerechnet, dass die Perlen tatsächlich so mini sind. Also ich habe auch geschluckt, wo ich mein erstes Perlenstickbild bekommen habe. Und man braucht doch wirklich, wirklich viel Geduld dazu. Also es ist genau wie bei den Kreuzstickbildern. Die dauern ja nun auch Ewigkeiten. Selbst kleine Bilder, wo man denkt, ach, mache ich mal eben schnell. Selbst die dauern sehr, sehr lange. Und ja, jedenfalls hatte ich das mal gepostet. Und ich hatte dann auch geschrieben, ich nehme 1 € für 1000 Perlen. Und da schrieben mich dann 2 oder 3 sogar an. Die hatten aber Bilder auf Vordruck. Und Vordruckbilder und Rundstickbilder, nee, Leute, das ist überhaupt nicht meins. Ich komme mit diesem Stoff überhaupt nicht zurecht. Ich habe ein Auftragsbild damals gehabt von Harry Potter. Und dieser Stoff, der war so dick. Also nach der dritten Perle ist mir schon gleich die erste Nadel abgebrochen. Es war eine Katastrophe, überhaupt damit durchzukommen. Und da habe ich gedacht, nee, wenn du hier 5 Minuten für 5 Perlen brauchst, dann brauchst du 10 Jahre für das Bild. Und da hatte ich ja dann damals die Nadja angeschrieben. Sie hat mir dann auch AIDA-Stoff zugeschickt und hatte mir dann auch Vorlagen geschickt, hatte mir dann nochmal die Vorlagen per PDF geschickt, weil die nicht ganz so klar waren. Und ja, das war nichts für mich. Ich habe den Stoff, der liegt immer noch bei mir irgendwo. Aber das, nee, das war nichts für mich. Naja, jetzt bin ich schon wieder ganz vom Thema abgekommen. Auf jeden Fall hatte mich dann noch eine angeschrieben und dann hat man ja so spezielle Leute, die dann immer irgendwie was zu quaken haben. Ich schrieb denn ja von wegen Gewerbe und bla bla bla. Da habe ich nur gedacht, hallo, überlege mal. Ich sage 1000 Perlen 1 €. Das ist, also ich brauche für 1000 Perlen, weiß ich gar nicht, 4 Stunden oder so oder 3 Stunden. Und das sind dann 3
Stunden für 1 Euro. Also das ist quasi so ein Obolus für die Kaffeetasse. Ich würde das noch nicht mal als Verdienst dann bezeichnen. Und dann habe ich nur geschrieben, ich sage ja meinetwegen, zeig es dem Zoll an. Ich sage, wenn die zu mir kommen nach Hause, die lachen sich kaputt. Ich sage, die schmeißen wahrscheinlich dann noch 1 Euro extra da rein, weil das ist lächerlich. Also das ist ja absolut affig und ja, aber so manche Leute hat man dann auch dabei. Naja, schon wieder ab vom Thema. Auf jeden Fall schrieb mich jemand an, das war irgendwie letzte Woche, und sie sagte, sie hätte ein Bild auf AIDA und ob ich das machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Ich sage, das ist natürlich immer eine Zeitfrage, weil es dauert ja lange. Also es ist jetzt nicht eine Sache, wo ich jetzt sage, ja, in 2 Wochen ist es fertig. Ich muss euch mal ganz kurz pausieren, weil ich mir hier ein paar Perlen sortieren muss. Ja, da bin ich wieder. Ich habe mir gleich eine neue Reihe vorsortiert. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, jedenfalls hatte mich eine Dame angeschrieben. Das letzte Woche, glaube ich, war das irgendwann. Und zwar hätte sie ein Bild und das hätte sie angefangen und es macht ihr keinen Spaß oder irgendwie so hatte sie sich ausgedrückt und fragte, ob ich das für sie fertig machen kann. Da habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, soll sie mir ein Foto schicken und dann gucke ich mir das mal an und hatte ihr dann auch den Preis gesagt. So, da kam dann eine Weile gar nichts und dann irgendwie 3, 4 Stunden später hat sie mich dann wieder angeschrieben und sagte, das ist aber teuer. Da bin ich ja bald vom Stuhl gefallen, wo ich gedacht habe, okay, ich sag mal nicht wegen, ich sag, also das ist ein Preis, der ist überhaupt nicht verhandelbar, da diskutiere ich auch nicht drüber. Und hatte ihr das dann auch geschrieben, ob sie überhaupt eine Vorstellung davon hat, wie lange man für so ein Bild braucht. Sie hatte mir, glaube ich, irgendwas geschrieben von 48.000 Perlen oder so. Ja, wäre dann umgerechnet 48 Euro. Und jetzt weiß ich auch nicht, was sie selber schon gestickt hat. Das wird natürlich, also ich berechne ja dann nicht das ganze Bild, sondern wirklich tatsächlich nur die Perlen, die ich dann auch sticke. Und jedenfalls sagte sie, und da sagt sie, ja, sie hätte ja jemand, der würde ihr das für umsonst machen. Da habe ich nur gedacht, ey, bist du ein bisschen doof oder was? Ich sage, warum schreibst du mich denn überhaupt an? Denn soll sie das doch derm geben und dann ist gut. Also ich habe die dann auch gleich gelöscht und also das fand ich schon ziemlich frech. Also ihr Lieben da draußen, es gibt mit Sicherheit einige von euch, die viel Geld für ihr Bild bezahlt haben und das aus irgendwelchen Gründen nicht sticken können. Sei es, dass man Rückenprobleme bekommt beim Sticken oder dass einem die Schulter wehtut oder dass die Hände nicht mitspielen oder die Augen nicht mitspielen. Ach, es gibt so viele Gründe. Also den Preis kennt ihr, ihr könnt mich gerne anschreiben. Aber wie gesagt, ihr müsst halt bedenken, dass es nicht eine Sache ist von 1, 2 Wochen, dass die Bilder dann tatsächlich ziemlich lange dauern. Und ja, so ist das. Ja, apropos lange dauern. Wer mein letztes Video, vorletztes Video gesehen hat, der hat ja mitbekommen, dass ich meinen Gastronomiejob an den Nagel gehangen habe, eben weil mein Knie nicht mitspielt und ich muss auch sagen, ich bin ja auch langsam zu alt für diesen Quatsch. Da sollen sich jetzt die jungen Leute mit rumplagen und hatte ja eigentlich vor, ja, jetzt so ein paar Wochen zu Hause zu bleiben, ein bisschen zu Hause rumzugammeln, ordentlich was zu sticken. Ja, Pustekuchen. Ich war am Montag, wir haben heute Donnerstag, ja, am Montag Nachmittag bei uns im Einkaufszentrum und hatte dann in so einem Tabakwarenladen dann noch Zigaretten für meinen Mann geholt. Und dann hatte, ja, ich habe dann noch irgendwie da ein bisschen rumgeguckt bei den Zeitschriften und dann hörte ich nur,
wie sich da eine Dame am Telefon so äußerte, ja, dass sie so viel Schichten machen muss im Moment und weil kein Personal da ist. Und dann habe ich mich umgedreht und habe dann gewartet, bis sie fertig telefoniert hat. Habe ich gesagt, ich sag, brauchen Sie noch Personal? Und sie sagt, ja, am besten gestern schon. Naja, und dann hat sie sich meine Telefonnummer, meinen Namen aufgeschrieben und sagte, wenn, ich glaube, eine Bezirksleitung oder irgendwie sowas ist das, weil das ist irgendwie so eine große Kette, wenn die kommt, dann würde sie ihr meine Nummer geben und sie würde sich dann bei mir melden. Und ja, habe ich dann gesagt, ich sage, ja, wann kann ich denn ungefähr damit rechnen? Da sagt sie, weiß sie nicht genau, weil sie hat eben viele Filialen zu betreuen, wohl so im Umkreis. Und naja, jedenfalls am nächsten Tag klingelt das Telefon. Und dann war ich am, wir haben heute Donnerstag, vorgestern, ja, am Dienstag gleich, hatte ich mich denn da vorgestellt. Und am Freitag habe ich jetzt gleich ein Probearbeiten, wobei das Probearbeiten eigentlich nur für mich ist, um zu gucken, ob mir das gefällt, ob mir das Spaß macht. Ja, und dann habe ich direkt, also wenn es mir Spaß macht, mir zusagt, dann habe ich direkt einen neuen Job. Ich weiß dann noch nicht zu wann, ob denn zu sofort oder zum Anfang nächsten Monats, das werde ich dann alles sehen. Jedenfalls habe ich am Freitag, gehe ich mal so für 2-3 Stunden hin, gucke mir das da an. Ja, und dann, ja, das ist eigentlich ja so ein Zigarettenladen, wo dann auch Lotto mit drin ist. Und das Ding ist, die haben bei uns im Ort 2 Filialen. Quasi einmal am Anfang von unserem Ort und einmal am Ende von unserem Ort. Und in dem einen ist halt ja, Lotto mit drin. Und bei dem anderen ist so eine Postannahmestelle mit drin. Und ja, mein Plan, oder ja, mein Plan wäre es dann halt so, dass ich also in beide Filialen dann eingesetzt werden würde, was für mich eigentlich optimal ist. Ich wohne direkt in der Mitte von der Stadt. Ich kann beide Geschäfte also ohne weiteres zu Fuß in 5 Minuten erreichen oder mit dem Fahrrad ruckzucki. Also ich brauche da nicht zwingend jetzt ein Auto für. Und das Ding ist halt bloß, dass man muss es natürlich lernen, ne? Also ich habe weder mit Post was am Hut noch mit Lotto spielen. Also das sind so Sachen, die ich mir denn erst aneignen muss. Aber ich bin ja nicht ganz doof. Werde ich wohl hinkriegen. Ja, auf jeden Fall ist in der einen Stelle eben Toto Lotto. Und da gehe ich auch zu Probearbeiten hin. Und dann werde ich eben da erstmal eingearbeitet. Werde dann irgendwie nach 14 Tagen oder so, dann, dass ich dann alleine arbeite. Und wenn das dann klappt, muss ich in die andere Filiale, werde da eingearbeitet wegen Post und sowas alles. Und ja, und dann habe ich einen neuen Job. Stunden sind so zwischen 80 und 100, wobei das so ein bisschen nach oben hin variieren kann, weil wenn jemand krank ist oder so, dann muss man, na klar, es ist ein kleiner Betrieb, zumindest, also es ist schon ein Riesenbetrieb, aber eben 2 kleine Filialen. Und da muss man dann eben miteinander sehen, dass man sich denn da, dass man denn da auch einspringt, wenn jemand krank ist oder jemand irgendwie Schmerzen hat und dringend zum Doktor muss oder sowas. Aber ich denke mal, das ist überall dasselbe. Ich kenne es ja aus dem Restaurant, wo ich gewesen bin, da war es ja genauso, wenn da immer jemand ausgefallen ist, dann musste halt der andere einspringen. Und ist nun mal so in so kleinen Betrieben. Ja, dann war es das eigentlich mit meinem Kurzzeiturlaub.
Aber ich freue mich und von den Stunden her ist es für mich auch optimal. Arbeitszeiten wären in dem einen Geschäft, also die arbeiten so im Schichtdienst, das sind so zwei Schichten. Das eine ist von morgens Viertel vor 8 bis um Viertel nach 1 und das andere ist von Viertel nach 1 bis um Viertel nach 7, also bis 19 Uhr und damit abrechnen, also eine Viertelstunde dazu. Und in der anderen Filiale ist es von 9 bis um 2 und von 2 bis um 20 Uhr. Also das ist optimal, zumal ich ja keine große Anreisefahrt, sage ich jetzt mal, habe. Also es ist beides bei mir vor der Tür. Ja, schauen wir mal. Aber ich denke schon, dass es mir gefällt. Ich habe ja dann auch immer was zu schnappeln, da kommen ja auch viele Leute. Und ich denke mal schon, dass mir das zusagt. Wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle, denke ich mal, klappt das auch. Ja, das war es eigentlich, was ich euch erzählen wollte. Mehr gibt es eigentlich da. Ach doch, ein bisschen was habe ich noch. Und zwar hat jemand bei mir in der Gruppe diesen Stern gepostet. Und ich hatte dann gefragt, welches Video das ist. Sie hatte mir das dann auch beantwortet. Habe ich mir das Video dann angemacht. Das ist auf Französisch. Ja, da bin ich natürlich, ne, hat es mich. Und jetzt habe ich mir das so ganz langsam mal angeguckt. Also es sieht jetzt nicht so schwer aus. Bloß das Ding ist, dass man dafür Bügelperlen braucht. Also ich habe es mir ganz genau angeguckt. Also ich denke mal, man kann das mit diesen Perlen nicht machen, weil man ja so auch Ecken da drinne hat. Und ich glaube, das sieht mit diesen Perlen nicht so schön aus. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich bei Rossmann, da haben die ja immer so Bügelperlen-Sets so für Kinder. Und dann gibt es ja auch so große Flaschen mit Bügelperlen. Ob ich mir davon mal eins hole und das mal ausprobiere. Oder ob ich mir ein paar Farben vielleicht bei Amazon oder so bestelle. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was die kosten. Ich habe das nicht im Kopf. Also ich weiß, ich habe das für meine Enkelkinder mal von Rossmann geholt und das war nicht teuer. Also das waren, glaube ich, keine 5 Euro. Und das werde ich dann mal ausprobieren. So ganz still und heimlich für mich alleine. Wenn das klappen sollte, dann werde ich dazu natürlich auch ein Video machen. Aber ob das jetzt schon passiert oder erst zum Herbst, das weiß ich noch nicht, weil da muss ich auch ein bisschen Ruhe für haben. Und das ist ja auch so ein Stern, den man nicht mal eben so eine halbe Stunde fertig hat. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Naja, schauen wir mal. Alles nach und nach, alles auf einmal geht nicht. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich das Video beenden. Dann hoffe ich, hattet ihr ein bisschen Spaß, ein bisschen Unterhaltung. Ich habe euch so ein bisschen, was mich betrifft, auf den neuesten Stand gebracht. Habe auch knapp, ja, drei Reihen, also ein, zwei, drei Reihen gestickt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen fantastischen Tag und bis ganz bald. Eure Silke. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.